Wir sagen gelogen! Lüge! Don Carlos, geschrieben von... Von wem? Ich kann das gar nicht lesen. Ach, ein Hammer. Den habe ich jetzt benutzt, um meine Möbel aufzubauen. Welche Farbe hat der Hammer? Na, der ist vorne. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Streetmeer-Kanal. Leute, heute steht eine neue Lügen-Challenge an. Und zwar, wer kann besser lügen? Aber heute in Teams. Ne? Ich werde heute mit Danja zusammen spielen und drüben auf der anderen Seite. Das Zocker-Dream-Team und wir sind. Genau. Und wir sind einfach nur Bianca und Kati. Genau. Ja, do-it-yourself gegen Spielmehr-Apps und Games so in der Art. Wir werden das heute, wie gesagt, zu zweit machen. Das heißt, es dürfen auch immer zwei Leute Fragen stellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne starten mit dem Lügen oder der Wahrheit. Und wir stellen ein paar Fragen, okay? Ja. Gut. Gut, dann legen wir mal los. Wir haben da etwas sehr Schönes vorbereitet. Bianca holt das Objekt gerade nach vorne. Was Lautes anscheinend. Nee, das war einfach nur in einer lauten Schachtel drin. Also, das ist eine Nagelschere. Die wir hier vor uns haben. Damit kann man sich die Nägel schneiden. Der Griff ist rot und so ein bisschen geprägt. Also so, als ob da so eine Struktur dran wäre. Was ist das denn für eine Struktur, die da drauf ist? Ja, wie so ein Schlangenmuster so ein bisschen. Ja. Wo soll das denn drauf sein, bitte? Ja, auf dem Griff von der Nagelschere. Okay. Welche Farbe hat sonst die Nagelschere? Ja, die ist ganz normal silber halt oben. Und der Griff ist unten rot. Wenn du normal mit einer Schere schneidest, welche Finger benutzt du da? Mit einer gleichen, wie ich mit der Nagelschere mache. Den also Daumen und den Daumen und Zeigefinger. Oder ja? Ja. Eine Nagelschere. Also ich muss ehrlicherweise sagen, eben hat sich das ein bisschen anders angehört, wo sie das Objekt rausgeholt haben. Also da haben sie schon den ersten Fehler gemacht. Würde ich jetzt behaupten. Danja, was sagst du? Also, das muss ja eine Teamentscheidung sein. Ich würde sagen, es ist gelogen. Okay, ich glaube auch. Wir sagen gelogen! Lüge! Es ist gelogen. Ja! Yeah! Hallo, guck mal hier rüber. Das ist halt so eine kleine Schere. So ja, eine, ja. Ist eher eine Zange. Ja, genau. Aber das ist doch, also es war doch nicht dieses Geräusch, was ihr gehört habt. Das ist jetzt egal. Trotzdem ist mir jetzt egal. Ja gut, dann lag ich da das wohl ein Argument, bisschen falsch. War wohl, aber darum geht's gar nicht. Ne? Kurz einmal einfangen, wieso die Stimmung drüben ist. Oh, wie ist die Stimmung hier? Ja, normal halt, ne? Ja, das stimmt. Ja, macht ihr jetzt mal. Man kann sich damit bestimmt die Nägel schneiden. Hättet ihr diese kleine Schere von Eva unten genommen, wo auch, glaube ich, eine Gans oder sowas drauf ist oder so? Ich weiß nicht, in so einer Form. Kennt sich ja gut aus. Ja, dann hätte ich euch geglaubt. So nicht. Okay, soll ich das erste Objekt rausholen? Ja. Okay, alles klar. Das ist ein schönes Objekt. Danja, rede mal laut ein bisschen, dass sie hier nicht hören können, was ich mache. Ach so, das ist ein wunderschönes Objekt. Das ja. Möchtest du es beschreiben? Ja, ich beschreibe es. Also, am Wochenende habe ich mir so einen kleinen Traum erfüllt. Und zwar, ich war ein bisschen unterwegs und ich habe mir endlich mal eine Nintendo 64 besorgt. Und das, was ich hier gerade vor mir habe, ist ein Joystick dazu. Ne? Also ein ganz klassischer alter Joystick. Ja, grau. Ein bisschen hellgrau, ein bisschen dunkelgrau. Wir haben verschiedene Knöpfe. Ihr könnt uns gerne ein paar Fragen dazu stellen. Du hast dir eine neue Nintendo gekauft. Also eine alte neue. Das ist so, ich sag ja, ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt. Am Wo hast denn du dir die gekauft? Bei eBay Kleinanzeigen. Hashtag keine Werbung. Aber du hast es doch am Wochenende gekauft. Ja, da kann das man war ja schnell kaufen. Da, oder? Ja, ich hab's halt abgeholt. Das ist ja eBay Kleinanzeigen. Ach so. Ah, okay. Aha. Und ja, also es ist original ein Nintendo-Controller. Den hast du jetzt aber nicht dabei, sondern du hast nur diesen Joystick dabei. Genau, also ich rede über den Controller, über den Joystick, nicht über die Konsole. Sieht genau aus. Ja, er ist so grau, hellgrau, er hat einen roten Knopf, einen blauen, einen grün, der hat ein paar gelbe Knöpfe. In der Mitte hat er so einen Analogstick. Links hat er so ein Digital-Steuerkreuz. Ja, aber wenn es ein alter Nintendo ist, hat es ja ganz schön viel Technik, oder? Ja. Also wir glauben, dass du lügst. Ja, ganz eindeutig. Also ist eure letzte Entscheidung. Ja. Okay, dann schaut mal. Es war die Wahrheit. Es war die Wahrheit, ja, da guckst du Kati, ne? Das ist doch kein Joystick. Natürlich ja, eben. Einer. Ich dachte, Joystick wäre irgendwas anderes. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ist das ein Joystick, dieses genau, hier? Genau, ja, womit man so lenken kann. Doch. Das ist der alte N64. Ja. Ja. Der ganz klassische. Ja, ja, mal sehen. Okay. Okay. Wir haben hier ein weiteres Objekt. Okay. Mhm. Und zwar haben wir einmal Barbie,
Also einen Barbie... ein Aufbügelbild. Ein Aufbügelbild. Genau, von Barbie. Okay. In der Oldschool-Schrift. Und das heißt Oldschool-Schrift? Das alte Barbie-Logo ist das. Was steht denn da drauf? Barbie. Und sonst? Sonst nichts. Was sieht man da auf dem Bild? Das ist kein Bild. Das ist einfach nur ein Aufbügelbild. Ja, Aufbügelbild. Ja, also, nennt sich so. Genau. Eine Aufbügelschrift könnte man auch sagen. Ja, kann man auf ein bisschen suspekt für mich an. Ich habe da Magneten drauf gemacht. Warum? Ja, weil ich das cool finde, weil man es dann irgendwo anheften kann. Ich denke, das ist zu bügeln. Ja, ist er auch. Man könnte sich das aufbügeln oder man kann es jetzt an einem Magnetpin dran machen. Also Bianca ist halt sehr kreativ. Die hat daraus was Neues gemacht. Wie groß ist das? Das ist so 12 cm oder so. Also ungefähr fast wie meine Hand. Bisschen kleiner als Biancas Hand. Ich, ob ich den jetzt zutraue, ob sie eine zweite Runde noch mal üben. Ich glaube, dass es irgendwas mit Barbie ist, aber ich... Also ja, doch. Könnt ihr vielleicht noch was zu diesem Objekt sagen? Ihr könnt uns ja noch Fragen stellen. Von wem ist es denn? Von dir, Kathi, oder von Bianca? Das gehört uns gemeinsam. Nee, es geht gar nicht. Doch. Wo habt ihr das? Wir sind Freunde und wir teilen uns das. Genau. Wo habt ihr das denn gefunden? Wieso gefunden? Ja, wenn es euch beiden gehört. Wir haben das von einer Magnetpinwand abgenommen. Einer, die uns gemeinsam gehört. Sind das vielleicht die Sticker von eurer Customize? Weißt du, dass ich glaube, dass das war jetzt eine Lüge, weil Bianca nämlich gesagt hat, dass sie erst diese Magneten da dran gemacht hat. Okay, Danja, du entscheidest. Ich würde sagen, es ist eine Lüge. Ich sage auch, es ist eine Lüge. Und Bianca hat sich die vor zwei Tagen oder so, hat sie sich diesen Aufbügelbild, was genau mir gehörte ursprünglich, hat sie aber verändert und hat daraus einen Magneten für uns gemacht. Genau, richtig cool. Tja, ich würde sagen, wa? Mist! 2-1, okay, nur 4 noch. Danja, willst du vielleicht dein Objekt mal rausholen? Ja. Okay, also wir werden jetzt, Danja holt jetzt gerade was raus und das ist was ziemlich, ziemlich Tolles, aber Danja, erklär du doch mal, was du da hast. Ja. Ich habe hier in der Hand einen kleinen Handspiegel. Den kann man so aufmachen, da ist so ein Knopf dran. Was für ein Knopf denn? So ein Taschenspiegel, da kannst du auf den Knopf drücken und dann geht er auf. Ja, und da sind sogar zwei Spiegel drin, ne? Mhm. Ja. Ja. Was für eine Farbe ist das? Wie würdest du das beschreiben? Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. So Gold, Bronze oder so? Ja, so ein bisschen älteres Gold. Ja. Wo hast du den her? Aus meinem Studio. Wie aus deinem Studio? Da lag das so rum, oder was? Ja. Ja, man braucht ja auch... Gehört der dir privat, oder? Hat den Nina irgendwo mal liegen lassen oder so? Der lag da einfach rum. Also ich... Weißt du nicht, wem der gehört, oder was? Nee, ich weiß es nicht. Der lag da einfach rum. Kann die, also okay. Also ich hatte ja in dem Studio ein bisschen geholfen. Ich habe da keinen Spiegel gesehen. Ihr könnt gerne noch Fragen dazu stellen. Ich wie groß ist der ungefähr? Passt du in die Handfläche? Ja, also in meine Handfläche passt der optimal. Wenn du jetzt gesagt hättest, du hast den aus deiner Handtasche rausgeholt, würde ich dir ja glauben, aber da im Studio habe ich sowas nicht gesehen. Also was sagt ihr? Ja, vor allem Gold und Grün, oder hast du gesagt, ne? Gold oder so hast du gesagt, ne? Ja, so golden und also so ein älteres Gold. Das könnte auch fast so eine Taschenuhr sein. Könnte der wertvoll sein? Das weiß ich nicht, sowas kann ich nicht einschätzen. Ist der auch Plaster oder Metall? Das ist, glaube ich, Aluminium, Metall, ja, irgendwie Plastik. Sowas. Nein, also Plastik glaube, ist das nicht. Nee, Plastik ist es nicht. Ich würde sagen, es ist eher Metall. Ja, ich glaube. Wir okay, sagen. Was ist eure Antwort? Ihr lügt. Lüge. Dann schaut mal. Danke! Ja, den hast du dann da aber hingelegt. Nee, zeig mal. Nur weil ihr im Studio nicht richtig gucken könnt. Das ist aber kein Gold, das ist Kupfer. Ich hab doch gesagt Gold, Bronze. Wem gehört denn der dann? Den habe ich ja noch nie gesehen. Ich kenne mich ja eigentlich extrem gut aus und den habe ich noch nie gesehen. Ja, gut, ja. In dem Studio drüben warst du aber auch noch nie wirklich. Ach, noch nie. Natürlich war ich da ja, drin. Ja, nein, ganz bestimmt. Wann warst du das letzte Mal da drin? Heute? Ja, aber zum Aufräumen vielleicht mal kurz. Nein. Der lag in der Ecke bei der Fensterbank, wo auch dieses... Das, also, wem gehört dieser Spiegel? Wenn ihr wisst, wem der Spiegel gehören könnte, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich glaube nicht, dass der Nina gehört. So was hat Nina nicht. Ja, trotzdem. Wir haben die Wahrheit gesagt mit dem Objekt vor richtig uns. Richtig. Dadurch steht das 3-1 vor uns. Ihr braucht nicht so laut heulen, ist schon okay. Wir heulen gar nicht. Wir sind so gut, soll ich mal beschreiben, was wir hier haben? Gerne. Wir haben hier eine Beauty-Bible. Was?
eine Beauty Bible. Das ist ein großes Buch. Ich würde sagen, so 20 cm mal 20 cm. Das ist eine große Lüge. Und da drauf steht der große Ratgeber für eine perfekte Ausstrahlung. Ja. Du kannst doch nicht mal richtig lesen. Das ist definitiv gelungen. Ja, aber erzähl mal weiter. Das ist so, wer der Autor ist. Sarah Stacy. Gute Frage! Sehr gut, damit haben wir sie, glaube ich, schon erwischt. Warte, wie viele Seiten hat? Ja, aber das müssen wir einmal gucken, wie viele Seiten das hat. Das hat 240 Seiten. Niemals. Guck mal, die versuchen uns jetzt mit dem Papier zu verwirren. Das ist bestimmt was ganz anderes. Das ist zwar Papier, was sie vor sich haben, aber ich gehe nicht davon aus, dass das ein Buch ist. Besonders nicht so ein Beauty-Planer oder was das auch sein soll. Welche Farbe? Bibel ist das. Da welche Farbe? Ganz viele wichtige Sachen. Die kannst du dir mal auswählen. Wie hieß das Buch jetzt nochmal? Beauty-Bibel. Nee, du hast eben einen anderen Namen. Beauty-Bible, habe ich gesagt. Und was steht da noch oben vorne auf der Titelseite? Der große Ratgeber für eine perfekte Ausstrahlung. Ich glaube, das hat sie eben nicht gesagt. Also sie hatte irgendwas mit perfekt, aber ich glaube nicht Ausstrahlung. Ja. Welche Farbe hat das Buch, der Einband? So Mint-Türkis irgendwie. Ja, so ein bisschen. Ja, und Pink. Und Pink ist die Schrift. Ich würde sagen, das stimmt schon. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, mit dem Namen haben sie sich sehr schwer getan. Da könnt ihr den Namen mal buchstabieren? Von wem? Von dem Autor? Achso, gibt es da mehrere Autoren und wir haben eben nur einen Namen genannt. Wie war der Name nochmal? Sarah, also wie man Sarah auch im Deutschen schreibt. Stacy halt, ne? Stacy mit C in der Mitte. Und was hat sie denn geschrieben? Was hat sie denn da? Was für ein Kapitel hat sie denn im Buch? Boah. Dafür müssen wir das Buch jetzt durchforsten. Das steht da nicht dabei, welches Kapitel sie geschrieben hat. Aber ich dachte, es hat mehrere Autoren. Ja, soll ich den anderen Autor auch noch nennen? Ja, bitte. Josephine Fairley. Noch einen vielleicht? Ja. Komm, nenn mir mal die Autoren, die da stehen gerade. Einfach vorlesen, ganz schnell. Sonst keine, das sind nur die zwei. Wie, ich dachte, es wären mehrere Autoren. Ja, sind zwei nicht mehrere? Aber ihr habt eben so gesagt, dass das schon deutlich mehrere werden und nicht nur zwei. Ach, haben wir? Ja. Ich würde sagen, das stimmt. Ich glaube, wir wollen uns gerade so ein bisschen in das Licht führen. Ich sage, es stimmt. Okay, Danja, ich vertraue dir mal. Wir sagen, es stimmt. Wirklich? Yes! Sehr gut! Klasse! Danja! Ja, Danja hat ein gutes Gespür für sowas, ja? Ich dachte, ihr würdet nie im Leben darauf kommen, dass wir so eine Beauty-Bibel hier haben. Nee, Ja gut, ihr braucht das auch, ne? Also eigentlich... Ich weiß nicht, warum wir so schön sind. Es war zu viel. Also es war ein bisschen zu offensichtlich, dass ihr... Also ich hatte das Gefühl, ihr wolltet so ein bisschen offensichtlich so tun, als würdet ihr lügen. Ja. Ja, das ist halt Ziel des Spiels. Das ist ja auch das Spiel. Genau. So, na dann. Okay, nächste Runde. Für euch war das, ne? Warte. Mann. Wie bitte? War wieder ein Punkt für uns, ja, das stimmt. Ja, dann bin ich dran. Also das ist ein Objekt, das kenne ich so gar nicht. Ja. Ist es im Endeffekt, sind das so. Kennt ihr noch diese kleinen Reklambücher? Ja. Da wo so Dramenanalysen und sowas drin stehen. Diese kleinen gelben Bücher auf jeden Fall. Das ist von Orange und in Rot. Genau, aber das hier ist jetzt gelb. Das ist von hier Don Carlos, mein Lieblingsdrama früher. Und das ist halt, ne? Also da kannst du halt nachlesen. Das sind diese kleinen Büchlein, die man so in der Schule gelesen hat. Das war so ein Reklam ist der Verlag. Okay. Genau, also da steht ja zum Beispiel, wenn man bei Zeile 12 nach Stachelbeere guckt, ne, dann ist das ein Zeichen von, was steht hier? Ist das ein Zeichen von Liebe? Lest doch mal die ersten zwei Zeilen vor. Die ersten zwei Zeilen von was? Vom Buch. Don Carlos, geschrieben von... Von wem? Ich kann das gar nicht lesen. Ach. Josef Diener, im Jahre 1942 in Dresden verfasst. In Dresden. Don Carlos. Don Carlos ist ja, wisst ihr... Wie hieß der Typ gerade? Lies doch mal den zweiten Namen vor. Den zweiten Diener. Ja, der Vorname? Josef. Ich glaube, ihr lügt. Was sagst du? Ich habe da noch ein paar Fragen zu. Ja. Ja. Ist da vorne ein Bild mit drauf? Nein, kein Bild. Josef Diener, Don Carlos, Dramenanalyse. Dreh es mal um hinten und was steht da? Kannst du das mal bitte... Reklam.
Ja, aber das... Nein, das steht da nicht. Im Intake steht das vorne, aber hinten steht nur Reklam, unten rechts. Und die ISBN-Nummer. Ich wüsste nicht, warum Kahn sowas dabei haben sollte. Oder irgendwie, irgendein Mensch. Irgendein Mensch. Kahn ist kein Mensch. Okay, was war eure Antwort? Ich denke, er lügt. Er hat sich so schwer getan mit den Namen. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Lies mal auf der dritten Seite kurz noch. Nee, Zahn. Antwort jetzt. Ach, auf einmal, aber uns Antwort. 10.000 Fragen stellen zur Bibel, wa? Ja, ich sag, er lügt. Ich sag auch. Antwort? Ja, Lüge. Und? Ah, jetzt ist es. Das ist der PlayStation-Controller. Yay! Der Name ist mir nicht eingefallen. Ja, Don Carlos und dann Josef Biene. Ja, er wusste auch den ersten Namen. Ist das der Autor davon? Nein. Ich habe auch ein bisschen gezögert, weil ich eigentlich so ein bisschen gehofft hatte, dass sie dann wie bei sich ähnlich gerade sagen, ah, der versucht uns gerade einen auf anzulügen, ne, weil ich halt so gestottert habe, aber es hat nicht geklappt. Das war ein Punkt für uns. Ja. Okay, aber ich glaube, es steht trotzdem jetzt irgendwie, wir haben erst 2 Punkte, glaube ich, und ihr schon 4 oder so? 3-2. Ne, 4-2, sorry. 4-2, ja. 4-2 steht. Okay, dann holen wir mal unser nächstes Objekt. Genau. Ja, das ist ein Schal, also mein Schal. Der ist rosa, weiß, kuschelig, sehr schön. Ich würde den wohl auch tragen. Ist der gestreift? Ja, so leicht. Das sind eher so kleine Karos drauf. Also etwas größere Karos. Hast du den heute angehabt? Ja. In welcher Farbe nochmal? Rosa und weiß. Hat der so Fransen am Ende? Ja, ganz leicht. Also das ist eher aufgefranst. Also es ist nicht gemachte Fransen, sondern so aufgefranst. Von welcher Marke ist er? Ist da vielleicht ein Etikett dran? Nein, ist keins dran. Habe ich abgeschnitten. Mache ich immer. Wo hast du den denn gekauft? Gute Frage. Keine Ahnung. Ist schon lange her. Ich glaube, das war damals aus dem H&M, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, stimmt. Könnte H&M sein. Ja, ne? Ist auch von der auch wie das hier aussieht aber mit ich diesem abgeschnittenen Etikett. Bin mir nicht so sicher, weil ich habe ihn schon lange. Ja. Das Etikett hattest du abgeschnitten, hast du gesagt. Ja. Wie viele Teile waren denn da mal dran? Das kann man ja noch so ein bisschen nachzählen. 2, oder? 2. Ja, 2. Wie lang ist der denn, wenn ich fragen darf? Groß, lang, warte. Ja, wenn man den hier auseinander macht? Ja, ungefähr, ja, schon groß. Schon irgendwie... Ich kann ihn zweimal umwickeln. Ja, würde ich sagen, so grob. Ich kann das auch nicht schätzen. Wie kannst viel du mal das den ist. Schal vor deinen Mund halten und reden? Das geht jetzt wieder wirklich ein bisschen zu weit. Wir müssen immer so einen Quatsch machen. Kann ich jetzt vor meinem Mund, kann ich jetzt besser? Schwierig. Schwierig, ich wollte gerade sagen. Ja, jetzt entscheidet. Wir durften auch nicht genau, so genau, 3, 2, 1, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Lüge. Ich glaube, es ist eine Lüge. Ich habe diesen Schal bei ihr noch nie gesehen. Na dann. Ich sage, es ist eine Lüge. Ja, ist richtig. Ja! Erwischt! Ja. Wir haben aber trotzdem einfach... Ja, egal, trotzdem ist es gelogen. Ist doch egal, ihr versucht jetzt mich irgendwie drauf aufzuhängen. Ja, sie hat aber so einen Schal. Juckt mich nicht. Ihr habt gelogen in dieser Fall. Wir haben deine Mütze einfach genommen, Kahn. Hier, bitte. Kriegst du zurück. 5-2. Weil, ja, aber das... Ich weiß nicht, das war mir ein bisschen zu... Auch 2 Etiketten sind ein bisschen wenig. Ja, und dann... In so einem H&M-Schal. Nein, das Problem war, dass sie zu schnell immer geantwortet haben. Zu schnell. Und dann hat Kathi auch für... Bianca auch schon zu schnell geantwortet. Das war, glaube ich, ein Indiz dafür, dass ihr beiden gelogen habt. Ja, ihr seid nicht besser. Ja, warum? Es steht 5-2. Wir sind besser anscheinend. Okay, wir kommen bei uns zum letzten Objekt, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Hast du noch eins? Ja, okay. Natürlich. Oh ja, was ist das ist denn? Ist das letzte Objekt generell? Nein, von uns. Ich glaube, hatten wir nicht angefangen? Nee, ihr hattet angefangen. Die anderen haben angefangen. Ja, ihr habt jetzt das letzte. Ja. Ja, okay, dann ist das das letzte. Ihr könnt zwar nicht mehr gewinnen, aber trotzdem. Danja, erzähl mal, was hast du denn da vor dir? Ich habe hier vor mir Werkzeug und zwar ist das ein Hammer. Den habe ich jetzt benutzt, um meine Möbel mit aufzubauen. Welche Farbe hat der Hammer? Ja, der ist vorne dran schwarz. Welche Farbe hat der Hammer? Jetzt hau mal raus hier. Der ist vorne dran schwarz und der Griff ist aus so einem Silikongrün. Ja. So grünes Silikon, also... Was hast du denn mit dem Hammer jetzt gemacht? Weil du hast doch
gar nichts mit. Ich habe ja mein Sofa aufgebaut drüben. Ja, aber und wollte, und wer war, hör zu, ich wollte danach ja eigentlich noch das Kallax-Regal aufbauen. Und da sind ja diese, wie heißt das? Holzflöcke. Ja, genau, diese kleinen, die man da in diese Löcher reinsteckt. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich mir mal einen Hammer mit. Aber ich habe es leider noch nicht geschafft. Hammer? Deshalb ist der Hammer noch hier. Ja, warte, ja so. Naja. Unterarmgröße. Ja, also so ist noch irgendeine andere Farbe außer grün an dem Hammer? Ja, unten am ganz unten ist noch so leicht ein bisschen schwarz, ja. Aber das ist eher, damit man den wahrscheinlich besser festhalten kann oder so. Genau. Und noch irgendeine Farbe? Nee, also vorne halt schwarz, der Griff ist grün und unten ist dann so ein Stückchen schwarz. Aber du hast doch vorhin zu mir gesagt, du hast den Werkzeugkasten nicht bei dir. Nee, den Koffer habe ich auch nicht mehr. Aber da waren ja auch so Schraubendreher und sowas drin. Aber den Hammer habe ich da behalten, weil ich eben eigentlich das Kallax-Regal. Ja, aber du hast ja das aha, ich glaube, du lügst. Weil du hast vorhin gesagt, dass der ein Bekannter hier das abgegeben hat. Wieder. Wir lassen uns sicher das Licht führen. Seid ihr sicher? Ja, wir sagen jetzt einfach, ihr lügt. Ja, ihr lügt. Ja, habt ihr sogar recht gehabt. Der Hammer hat nämlich noch was Rotes dran. Der grüne Hammer hat noch was Rotes dran. Ich wollte erst rot sagen, aber dann hat Daniel schon grün gesagt, dann war es vorbei. Aber weil der rot, weil der drüben, den wir haben, der ist tatsächlich rot, da hätte Kathi wahrscheinlich gesagt, ja, könnte stimmen. Genau, vielleicht. Und ich glaube, wir haben auch einen grünen, aber ich glaube, da ist irgendwo noch ein roter Streifen oder so dran. Ja. Auf jeden Fall steht es 5:3, weil der Wer kann besser lügen Challenge, das heißt, wer hat gewonnen? Wir! Yeah. Yeah. Ab in die Loser-Lounge. Ja, nein. Und wer sind die Sieger der Herzen? Ja. Außerdem ist es ja gar nicht schlecht, wenn man nicht lügt, sondern wenn man ehrlich ist. Wir sind halt außer? Lügner! Außer? Lügner! Außer es ist eine Challenge, die wir gewonnen haben. Wir haben eure Lügen ja enttarnt. So sieht's aus. Ja, Leute, wenn ihr heute Spaß hattet bei dem 2 gegen 2, dann gerne Daumen nach oben. Wir können auch noch andere 2 gegen 2 Challenges machen. Gerne in die Kommentare damit. Uns hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne kostenlos machen. Auch die Glocke aktivieren und andere Videos auch noch gerne kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.